Augen auf, News. Ich weiß, dass ich mir mit diesem Video nicht viel Freunde machen werde, aber dennoch der Meinung bin, dass es aufgezeigt werden sollte. Dieser Alkohol ist nicht nur ein Genussmittel für die unbewussten Menschen, denn diese berauschende Flüssigkeit bringt nämlich so einige Gefahren mit sich, worüber die Medien sich aber immer öfters lieber totschweigen. Denn es heitert uns ja alle auf und bringt nur Freude. Leider weit gefehlt. Es wurde festgestellt, dass es ein Zellgift ist und sehr schnell zur Abhängigkeit führen kann. Immer mehr Jugendliche werden anhand von den buntfröhlichen Werbebildern in den Alkoholkonsum gelockt, da es ja uncool ist, ohne Alkohol zu feiern. Es soll den Menschen durch seine okkulte Wirkung sogar so weit in die Materie heruntergezogen haben, dass er dadurch so egoistisch wurde. Und man sagt, dass der Alkohol das Übergehen in höheres Bewusstsein sogar hemmt. Allerdings wird sich kaum ein Mensch davon freisprechen können, nicht hin und wieder ein Wein oder ein Bierchen zu genießen oder bei feierlichen Anlässen sich auch einmal volllaufen zu lassen. Auch ich nicht. Lasst euch versichert sein, dass ich niemanden damit angreifen möchte. Ich finde, dass dieses Thema auch einmal, wenn auch für viele, einer etwas unschönen Erwähnung finden sollte. Und hoffe nur, dass ich mit dieser Thematik den einen oder anderen etwas dazu bewegen kann, sich selbst einige Gedanken darüber zu machen, wie viel er trinkt und ob es sich lohnt, überhaupt viel Alkohol trinken zu müssen. Alkohol, die unbewusste Gefahr. Was ist Alkohol? Wenn von Alkohol gesprochen wird, ist meist Ethanol oder veraltet Ethylalkohol gemeint. Die chemische Formel von Ethanol lautet C2H5OH. Es gibt auch andere Alkohole wie Methanol oder Glykol. Diese sind jedoch hochgiftig und nicht trinkbar. Alkohol entsteht durch Gären von Fruchtzucker oder anderen zuckerhaltigen Rohstoffen wie Kartoffeln, Getreide oder Mais. Alkohol ist leichter als Wasser. 10 Kubikzentimeter Wasser wiegen 10 Gramm. 10 Kubikzentimeter Alkohol dagegen nur ungefähr 8 Gramm. Darum werden bei der Berechnung des reinen Alkoholgehalts von Getränken die Volumenprozente mit dem Faktor 0,8 multipliziert. Der Konsum von Alkohol hat kurz- und langfristige Folgen, denn Alkohol ist ein Zellgift, das fast alle Körperzellen und Organe schädigen kann. Auf Dauer führt der Konsum von Alkohol zu einer Verringerung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Alkohol hat einen hohen Energiegehalt. 1 Gramm Alkohol entspricht 7 Kilokalorien. Zum Vergleich: 1 Gramm Zucker hat 4 Kalorien, 1 Gramm Fett 9. Ein Glas Bier schlägt somit etwa 130 Kalorien zu Buche. Ein Pintchen Wodka mit 95 Kalorien und ein süßer Cocktail oft mit mehr als 300 Kalorien. Auch hier ein Vergleich. Eine kleine Portion Pommes hat ebenfalls ca. 300 Kalorien. Zudem macht Alkohol häufig hungrig und Lust auf fettiges Essen. Kein Wunder, dass Alkohol also schnell dick machen kann. Zusätzlich wird durch den Alkohol der natürliche Fettabbau im Körper gebremst, sodass die zusätzlichen Kalorien noch schneller ansetzen können. Alkohol verändert das Bewusstsein und beeinträchtigt die Orientierungs- und Reaktionsfähigkeit. Bereits ab 0,3 Promille bei einem 80 Kilogramm schweren Mann, also etwa nach einem halben Liter Bier, werden Entfernungen falsch eingeschätzt. Die Reaktionszeit verlangsamt sich und das Bewusstsein für Gefahren nimmt ab. Das Risiko, einen Unfall zu haben, steigt damit deutlich, sei es am Arbeitsplatz oder insbesondere auch im Straßenverkehr. Es gilt, wer am Straßenverkehr teilnimmt, sollte daher immer nüchtern sein. Wie wirkt Alkohol? Um die Wirkung von Alkohol auf verschiedenen Lebensbereichen wie Sexualität, Sport oder Schule und Beruf zu verstehen oder um zu verstehen, warum einige von Alkohol aggressiv werden, ist Hintergrundwissen wichtig. Wie hoch ist der Alkoholgehalt der Getränke eigentlich? Denn es kommt vor allem darauf an, wie viel rein Alkohol jemand getrunken hat. Wie verhalten sich Prozente zu Promille? Welche Folgen treten bei wie viel Promille auf? Wie wird Alkohol im Körper abgebaut? Alkohol hat Wirkung und Folgen. Alkohol, Ethanol ist ein Zellgift, das schnell in den Blutkreislauf gelangt und darüber in alle Regionen des Körpers gepumpt wird. Schnell erreicht der Alkohol das Gehirn und verändert dort die Informationsübertragung zwischen den Nervenzellen. Die konkreten Folgen
sind vor allem von der Menge des getrunkenen Alkohols abhängig. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns nach Alkoholkonsum nimmt jedoch schneller ab, als viele denken. Bereits ab 0,2 Promille werden Entfernungen falsch eingeschätzt. Je mehr getrunken wird, umso kleiner wird das Blickfeld und umso schlechter kann man sich konzentrieren. Bewegungen laufen langsamer und unkoordinierter ab. Bei größeren Mengen kann es zu einer Alkoholvergiftung kommen. Häufiges Rauschtrinken kann sogar zu einer Schrumpfung des Hirngewebes führen. Geringe Mengen Alkohol wirken meistens entspannt und stimmungssteigend. Angstgefühle werden gedämpft. Wer über sein Limit trinkt, schwächt sein Urteilsvermögen und wird weniger kritikfähig. Die Risikobereitschaft steigt. Mit steigender Promillezahl kann die positive Stimmung schnell in Gereiztheit und Aggression umschlagen. Alkohol in der Gesellschaft. Alkohol hat in vielen Kulturen einen festen Platz in der Gesellschaft. Häufig wird auf Partys und Festen getrunken. Feiern ohne Alkohol scheint für manche fast nicht vorstellbar. Alkohol wird auch benutzt, um die eigene Stimmung zu beeinflussen. Hinzu kommt, dass für Alkohol kräftig geworben wird. Das beeinflusst nicht nur junge Menschen. Prost auf dein Wohl, ein Gläschen in Ehren. Wenn Menschen zusammen feiern, gehören alkoholische Getränke oft automatisch dazu. Viele gesellschaftliche Rituale sind eng mit dem Konsum von Alkohol verknüpft. Geburtstage oder Hochzeiten, sportliche Siege und berufliche Erfolge werden oft mit Alkohol gefeiert. So wird Alkohol mit positiven Situationen und Gefühlen in Verbindung gebracht. Schon Kinder beobachten, dass verschiedenste Anlässe scheinbar eng mit dem Konsum von Alkohol verknüpft sind. Unsere Kultur hat eine ganze Reihe von Trink- und Witzsprüchen hervorgebracht. Ein richtiger Mann muss ein paar Gläser Alkohol vertragen können. Auf ein Bein kann man nicht stehen. Solche und viele andere Sprüche machen deutlich, wie tief das Thema Alkohol in unserer Gesellschaft verwurzelt ist und welche Bedeutung dem Alkohol zugeschrieben wird. Alkohol soll eine Wirkung haben. Auf den Schreck muss ich erstmal einen trinken. Viel Alkohol trinken ist männlich. Der trinkfeste Mann. Und sogar, Alkohol ist gesund. Alkohol ist doch die beste Medizin oder auf dein Wohl. Man merkt diesen Sprüchen ihr Alter teilweise an und neue wissenschaftliche Erkenntnisse beweisen das Gegenteil. Untersuchungen haben zum Beispiel längst ergeben, dass Alkohol vor allem bei jüngeren Menschen keine gesundheitsfördernde Wirkung hat. Es gibt Untersuchungen, die Hinweise dafür gefunden haben, dass moderater Weinkonsum bei Erwachsenen tatsächlich das Risiko einiger Herzmuskel- und Gefäßerkrankungen senken kann. Aber für diesen Effekt werden vor allem die im Wein enthaltenen Phenole verantwortlich gemacht. Diese Studien sind mit älteren Erwachsenen durchgeführt worden und lassen die anderen möglichen Schädigungen durch Alkohol, zum Beispiel in der Leber, außer Acht. Wer etwas für sein Herz tun möchte, sollte lieber joggen oder viel frisches Obst essen. Alkohol wird oft getrunken, um die eigene Stimmung zu beeinflussen. Eine angenehme Stimmung soll damit erzeugt oder verstärkt werden. Eine unangenehme Stimmung soll erträglicher werden. Geringe Mengen Alkohol können tatsächlich zu einer entspannten, lockeren Laune beitragen. Man fühlt sich etwas unbeschwerter und ungehemmter. Dieses Gefühl kann aber schnell kippen, wenn die Alkoholmenge zu groß ist. Häufig ist dann eine gereizte und aggressive Stimmung die Folge. Wenn Alkohol getrunken wird, um eine unangenehme Stimmung, innere Spannung oder Sorgen erträglicher zu machen, besteht die große Gefahr, dass bei Frust oder Stress Alkohol als Seelentröster missbraucht wird und sich auf Dauer eine Unabhängigkeit entwickelt. Denn wer regelmäßig Alkohol trinkt, gewöhnt sich schnell daran und geht das Risiko einer Suchtentwicklung ein. Alkohol ist in vielen gesellschaftlichen Lebensbereichen ganz selbstverständlich anzutreffen und es erscheint normal, Alkohol zu trinken. Alkoholwerbung richtet sich mit ihren Bildern häufig an junge Leute. Vermittelt wird dabei, dass Alkohol einfach dazugehört, wenn man Spaß haben möchte, in der Clique, auf Partys, im Urlaub. Rund 500 Millionen Euro gibt die Alkoholindustrie jährlich aus, um für Bier, Wein, Sekt, Wodka und Co. zu werben. Mit Erfolg, wie eine Studie zeigt. Schon 12-jährige Kinder können die beworbenen alkoholischen Getränke der Werbung zuordnen. Weiteres Ergebnis der Studie: Wer als Jugendlicher häufig in Kontakt mit Alkoholwerbung kommt, greift häufiger zum Glas. Wenn es darum geht, das eigene Verhältnis zum Thema Alkohol zu definieren, sollte man sich keinesfalls von anderen oder der Werbung beeinflussen lassen. Denn den Umgang mit Alkohol muss man für sich selbst entwickeln. Für die individuelle Form, Norm und das persönliche Alkohollimit ist man selbst verantwortlich.
Die Leber ist das Hauptorgan zum Abbau von Alkohol im menschlichen Körper. Etwa 95-98% des Alkoholabbaus findet hier statt. Auch über Haut, Lungen und Nieren wird Alkohol in geringen Mengen ausgeschieden. In der Leber arbeiten verschiedene Enzymsysteme am stufenweisen Abbau des Zellgiftes Alkohol. Das wichtigste Enzymsystem ist dabei die sogenannte Alkoholdehydrogenase. Dabei entsteht unter anderem das giftige Zwischenprodukt Acetaldehyd. Acetaldehyd ist unter anderem für den Kater nach übermäßigem Konsum verantwortlich. Das Acetaldehyd wird im zweiten Abbauschritt in Essigsäure umgewandelt. In einem dritten Schritt wird die Essigsäure durch die Leber wieder an die Körperflüssigkeit abgegeben, um letztendlich in Kohlendioxid und Wasser umgewandelt zu werden. Diese Stoffe werden durch den Urin und durch den Schweiß und Atem ausgeschieden. Alkohol hat eine enthemmende Wirkung, vor allem wenn größere Mengen Alkohol getrunken werden. Man sieht, hört und spürt weniger und ist für Reize von außen weniger empfänglich. Diese Stimulation und Empfindung sind beim Sex aber besonders wichtig. Außerdem wird man unter Alkoholeinfluss schnell müde und die sexuelle Lust kann nachlassen. Einige Menschen setzen Alkohol absichtlich ein, um Hemmungen und Versagensängste beim Sex zu bekämpfen. Auf Dauer kann sich daraus eine Art psychische Abhängigkeit entwickeln. Das bedeutet, dass man sich irgendwann Sex ohne Alkohol nicht mehr vorstellen kann. Alkohol in Beziehung. In Beziehung kann Alkohol dazu führen, dass man den Partner oder die Partnerin weniger beachtet oder sich häufiger streitet. Die Frustrationswelle sinkt durch Alkohol. Wenn man etwas sagt, was man im nüchternen Zustand ganz anders ausdrücken würde oder übertrieben auf Reizwörter reagiert, sind Missverständnisse und Streitereien oft vorprogrammiert. Im Limit bleiben ist also auch für die Partnerschaft das bessere Rezept. Größere Mengen Alkohol führen dazu, dass man das eigene Verhalten schlechter kontrollieren kann. Mit steigenden Alkoholpegel hat man die Situation, in der man sich gerade befindet, immer weniger im Griff. Die Umwelt wird schlechter und langsamer wahrgenommen. Die Folgen des eigenen Handels werden oft ausgeblendet, sodass man sich eher auf Dinge einlässt, die einem schon am nächsten Tag peinlich oder unangenehm sind. Zum Beispiel Sex mit jemandem, den man nicht mag oder den man eigentlich nicht attraktiv findet. Da Alkoholkonsum automatisch zu Kontrollverlust führt, wird es mit jedem Glas schwieriger, sich ein Limit zu setzen. Deshalb sollte man sich am besten vor dem ersten Schluck überlegen, wie viel man trinken möchte. Alkohol ist in vielen Fällen die Ursache für Aggressionen und Gewaltvorfälle in der Öffentlichkeit. Ein Blick in die Kriminalstatistik zeigt, dass es auch einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Alkohol und Straftaten gibt. 13% aller Tatverdächtigen standen demnach unter Alkoholeinfluss. Bei einigen Delikten wie etwa Sachbeschädigung 27% oder gefährliche und schwere Körperverletzung 34% spielt Alkohol sogar eine noch größere Rolle. Alkohol erhöht das Risiko, selbst Gewalt auszuüben und auch die Gefahr, ein Opfer von Gewalt zu werden. Durch Alkoholkonsum beeinflusste Gewalt findet nicht nur in der Öffentlichkeit statt, sondern auch in Familien und Partnerschaften. Neben körperlicher Gewalt gehören auch Ausgrenzung und Beleidigung anderer Menschen und sexuelle Übergriffe zu den aggressiveren Verhaltensweisen, die durch Alkohol ausgelöst und verstärkt werden können. Alkohol ist nie die einzige Ursache für Aggression. Doch Alkohol wirkt auf die menschliche Psyche ein und kann bei einigen die Bereitschaft für aggressiveres Verhalten erhöhen. Durch den Konsum von Alkohol, vor allem in größeren Mengen, steigt die Risikobereitschaft. Emotionen, die dafür sorgen, dass man sich nicht gefährlichen Situationen aussetzt, werden unterdrückt. Bei Personen, die eine Aggressionsbereitschaft mitbringen, sinkt dadurch die Schwelle für gewalttätiges Handeln. Alkohol führt oft zu Selbstüberschätzung. Man traut sich mehr zu, oft auch zu viel. Alkohol verändert die Informationsverarbeitung im Gehirn. Wahrnehmungsfähigkeiten werden deutlich gehemmt. Experten sprechen vom sogenannten Tunnelblick, bei dem der Ausschnitt, den man aufnimmt, unter Alkoholeinfluss immer kleiner wird. Auch die Konzentrationsfähigkeit wird schlechter. Der Fokus der Aufmerksamkeit wandert hin und her. Wer sich zum Beispiel provoziert fühlt, bekommt schlechter mit, wie Freunde den Streit schlichten wollen oder der andere sich entschuldigt. Auch die innere Stimme, die vor den Folgen eines gewalttätigen Streites warnt, wird dann oft überhört. Der Frustrationspegel kann ungebremst steigen. Das Urteilsvermögen wird schlechter. So ist zu erklären, dass ein Blick oder ein nicht ernst gemeinter Spruch als Angriff fehlinterpretiert werden.
Viele Menschen, dichtes Gedränge und laute Musik, gerade in alkoholisiertem Zustand, können solche Umgebungsbedingungen Stress auslösen und aggressive Impulse verstärken. Alkohol beeinflusst die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Kurz nach dem ersten Schluck gelangen die Moleküle des Alkohols über den Blutkreislauf in das Gehirn. Dort wirken sie vor allem auf die Informationsübertragung zwischen den Nervenzellen ein und behindern die Leistungsfähigkeit dieses fein aufeinander abgestimmten Systems. Wahrnehmungsfähigkeiten, räumliches Vorstellungsvermögen, Konzentration und Koordination nehmen umso stärker ab, je mehr jemand trinkt. Die okkulte Wirkung von Alkohol. Der Alkohol verschleiert das Gedächtnis, verdunkelt es in seinen inneren Tiefen. Der Wein schafft Vergessenheit, sagt man. Dabei handelt es sich nicht um ein oberflächliches momentanes Vergessen, sondern um ein tiefes und dauerndes Vergessen, um eine Verfinsterung der Gedächtniskraft im Ätherleib. Daher verloren die Menschen, als sie sich anschickten, Wein zu trinken, nach und nach ihr ursprüngliches Gefühl für die Wiederverkörperung. Der Alkohol hat nämlich die Wirkung, dass er den Menschen abschneidet von dem Zusammenhang mit der geistigen Welt, in der der Mensch früher war. Diese Wirkung hat der Alkohol auch noch heute. Der Alkohol ist nicht umsonst in der Menschheit gewesen. Man wird in einer zukünftigen Menschheit im vollsten Sinne des Wortes sagen können, dass der Alkohol die Aufgabe hatte, den Menschen so weit in die Materie herunterzuziehen, damit der Mensch egoistisch wurde, und dass der Alkohol ihn dahin brachte, das Ich für sich zu beanspruchen und es nicht mehr in den Dienst des ganzen Volkes zu stellen. Also den entgegengesetzten Dienst, den die Gruppenseele der Menschheit geleistet hat, hat der Alkohol geleistet. Er hat den Menschen die Fähigkeit genommen, in höheren Welten sich mit einem Ganzen eins zu fühlen. Wir wissen ja, dass eine innige Beziehung besteht zwischen dem Ich und dem Blut. Sie kann schon äußerlich charakterisiert werden dadurch, dass wenn im Ich Scham empfunden wird, die Schamröte dem Menschen ins Gesicht steigt, wenn in dem Ich Furcht, Angst empfunden wird, der Mensch erblasst. Diese Wirkung von dem Ich auf dem Blut, die aber auch sonst vorhanden ist, die ist okkultisch ganz ähnlich derjenigen Wirkung, welche entsteht, wenn der Pflanzenprozess zurückgebildet wird, sodass das, was in dem Fruchtfleisch der Weintraube ist oder was überhaupt aus dem Pflanzlichen kommt, zum Alkohol umgebildet wird. Das Ich muss, wie gesagt, normal einen ganz ähnlichen Prozess im Blut erzeugen, okkultistisch gesprochen nicht chemisch. Wie erzeugt, wird durch das gleichsam rückgängig machen des Organisationsprozesses, durch das bloße chemisch machen des Organisationsprozesses, wenn Alkohol erzeugt wird. Die Folge davon ist, dass wir durch den Alkohol etwas aufgenommen, dass wir durch den Alkohol etwas in unseren Organismus einführen, was von der anderen Seite her so wirkt, wie das Ich auf das Blut wirkt. Das heißt, wir haben ein Gegen-Ich in dem Alkohol in uns aufgenommen. Ein Ich, das direkt ein Kämpfer ist, gegen die Taten unseres geistigen Ich. Von der anderen Seite her wird auf das Blut gerade so gewirkt, durch den Alkohol, wie von dem Ich auf das Blut gewirkt wird. Sodass wir also einen inneren Krieg entfesseln und im Grunde alles das, was von dem Ich ausgeht, zur Machtlosigkeit verdammen, wenn wir ihm einen Gegenkämpfer entgegenstellen, im Alkohol. Dies ist der okkulte Tatbestand. Derjenige, welcher keinen Alkohol trinkt, sichert sich die freie Möglichkeit, von seinem Ich aus auf das Blut zu wirken. Derjenige, der Alkohol trinkt, der macht es gerade so wie jemand, der eine Wand einreißen will und nach der einen Seite schlägt, gleichzeitig aber auf der anderen Seite Leute aufstellt, die ihm entgegenschlagen. Ganz genauso wird durch den Genuss des Alkohols eliminiert die Tätigkeit des Ich auf das Blut. Daher empfindet derjenige, der sich okkult entwickelt, die Arbeit des Alkohols im Blute als direkten Kampf gegen sein Ich, und es ist daher nur natürlich, dass eine wirkliche geistige Entwicklung nur leicht vor sich gehen kann, wenn man ihr nicht diese Widerlage schafft. Wir sehen gerade aus diesem Beispiel, wie das, was ja sonst auch vorhanden ist, durch das veränderte Gleichgewicht, welches eintritt im physischen Leib, für den Esoteriker oder Anthroposophen wahrnehmbar wird. Der Alkohol war früher in der atlantischen Zeit nicht auf Erden. Er kam später, um den Menschen zu ihrer Individualisierung zu verhelfen. Er schließt den Menschen von seinen höheren Fähigkeiten ab und macht ihn selbstverschlossen.
Daher der Gebrauch in den dionysischen Mysterien. Heute aber hat jeder Mensch in den zivilisierten Ländern schon diese Stufe erreicht und der Alkohol ist heute nur ein Übel. Durch den Gebrauch verliert man die Fähigkeit, sich anderen Menschen anzupassen und sie zu begreifen. Besonders dem Esoteriker schadet der Alkohol, da er alle entwickelten höheren Kräfte verwandelt in Kräfte des persönlichen Ich und diese immer wieder in sich verschließt und gleichsam durch die beiden entgegengesetzten Strömungen der höheren und niederen Ich-Kräfte den Astralleib auseinanderreißt. Durch das Kommen des Christus auf die Erde ist dasjenige Prinzip gebracht worden, wodurch ein jeder seine Individualisierung bewusst erreichen kann. Darum sagt der Christus, Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Indem man Alkohol gebraucht, bereitet man einen Nährboden für zahlreiche Scharen geistiger Wesenheiten, sowie ein schlecht gereinigtes Zimmer von selber voller Fliegen gerät. Vor allen Dingen ist es wichtig, Alkohol in jeder Form zu meiden. Sogar die mit Alkohol gefüllten Süßigkeiten sind vor sehr schädlicher Wirkung. Alkohol und geistige Übung führen auf die schlimmsten Pfade. Von wissenschaftlichem Standpunkt aus ist ja schon der schlimme Einfluss des Alkohols auf die Gehirnfunktion nachgewiesen. Vielmehr sollte ein Mensch, der sein ganzes Streben auf das Geistige richtet, sich eines Genusses enthalten, der das Erkennen des Geistigen vollständig ausschließt. Entscheide immer aus deinen Herzen heraus und du erkennst die Wahrheit. So aussichtslos die Dinge momentan erscheinen, denke immer daran, alles ist gut.